Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Lisa Hoffmann zu Gast und sie hat mich gerade selbst gefragt, ja, wie bist du eigentlich auf mich gestoßen? Und die kleine Hintergrundgeschichte war, dass ich in letzter Zeit häufiger auch die Anfrage bekommen habe, Ramona, wie ist das, wenn man seine Periode verloren hat? Wann kommt sie wieder? Kommt sie überhaupt wieder? Reicht es allein genügend zu essen? Weil beispielsweise eine hat mir geschrieben, dass sie auch mittlerweile schon eigentlich genügend isst, aber die Periode immer noch nicht da ist und da auch eine Unruhe und Unsicherheit mit einhergeht. Ja, und ich eigentlich jetzt hier mit der Lisa eine ganz spannende Person vor mir habe, die da viele Themen auch vereint, die wir hier im Podcast heute platzieren können und die, glaube ich, für euch da draußen sehr spannend sind. Deshalb, liebe Lisa, ich freue mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht magst du dich zu Anfang einmal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und welchen Fachgebieten gehst du aktuell nach? Ja, ich bin Lisa. Ich komme aus Süddeutschland und bin Psychologin und Ärztin und bin aber vor allem auch ehemalig Betroffene, also hatte über 15, 16 Jahre eine Essstörung und war eben auch selbst von einem Periodenverlust betroffen, über 10 Jahre. Und bin dann immer wieder darauf gestoßen, dass ÄrztInnen einem Aussagen entgegenwerfen, wie man weiß nicht, ob man überhaupt noch Kinder bekommen kann, ob man die Periode wieder bekommt. Und habe mich im Zuge dessen ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und das mitunter eben auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich coache mittlerweile oder berate mittlerweile Frauen, die betroffen sind von Essstörungen, Periodenverlust und Kinderwunsch im Zusammenhang eben mit Essstörungen oder Periodenverlust. Genau, bin aber hauptsächlich eigentlich auch in der Klinik tätig, also ganz normal als Ärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe momentan. Genau, das mache ich. Super, super, auch den Dingen, die du nachgehst, eigentlich ein perfektes Spektrum, um sich auch diesen Themen zu widmen, weil ich kenne das selber, dann hört man das eine und würde am liebsten direkt eine Gynäkologin fragen oder jetzt im nächsten Moment direkt einen Ernährungsberater, der sich in diesen Thematiken auskennt, dann vielleicht auch einen Sportwissenschaftler, wie geht man das beispielsweise Training richtig an, also viele Themen, die man, wo sich verschiedene Fragen aufkommen und dann gefühlt nicht so eine Fachperson gibt, die sich erstens das Thema aus einer anderen Perspektive angeht und gleichzeitig auch fundiert fachlich mir Dinge einfach auch an die Hand mitgeben kann. Und deshalb super spannend, dass du mit deinem Background da hier das vereinst und auch diesem Thema jetzt nachgehst. Und du hast es gerade gesagt, dir wird das eben seitens der Ärztin dann eben auch dir selber damals eben wurde dir gesagt, dass das eher unwahrscheinlich ist oder dass man sie nicht zurückbekommt, dass man nicht mehr schwanger werden kann. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie stehst du zu diesem Thema? Also das hat eigentlich nicht so viel mit Meinung zu tun, sondern mit klaren statistischen Aussagen, dass eigentlich, also man die meisten Frauen, die einen Periodenverlust haben, aufgrund von einer Essstörung oder zu viel Sport oder Stress. Also das nennt man dann hypothalamische Amenorrhoe. Das ist eine bestimmte Form des Periodenverlusts. Bekommen ihre Periode wieder. Es gibt durchaus mal die Situation, dass Frauen zunächst die Periode nicht wiederbekommen, dass sie erst schwanger werden müssen mit Hilfe. Was aber, also das heißt, ich kann natürlich nicht sagen, alle Frauen werden schwanger, weil nicht nur die Periode oder nicht nur den Eisprung braucht man, um schwanger zu werden, sondern eben auch noch andere Faktoren. Aber die Möglichkeit ist da, also man kann mit Medikamenten jede Frau dazu bringen, einen Eisprung zu haben und dann wieder die Abbruchblutung sozusagen. Also die Frauen sind, dieser Hormonregelkreislauf bei den Frauen ist nicht kaputt, sondern nur unterdrückt. Und man kann jede Frau dazu bringen, mit Medikamenten, dass sie den Eisprung wiederbekommt. Die allermeisten Frauen, ich würde mal sagen über 90%, bekommen früher oder später ihre normale Periode wieder ohne medikamentöse Unterstützung. Und manche brauchen vielleicht diese medikamentöse Unterstützung, gerade wenn es um den Kinderwunsch geht. Und nach der Schwangerschaft setzt die bei wirklich fast allen Frauen. Es gibt immer, also man darf in der Medizin einfach nicht immer sagen und nicht nie sagen, aber in aller Regel setzt die Periode wieder ein und soll sich jetzt wirklich keine Frau angesprochen fühlen, die dann denkt, ich bin die 1%, bei der das nicht funktioniert. Also das ist wirklich eine große Seltenheit. Und es gibt natürlich auch mal die Situation, dass Frauen eben Läuse und Flöhe haben, dass sie eben
noch eine andere, abgesehen von der Essstörung, noch eine andere Erkrankung dazu haben, die eben dazu führt, dass sie vielleicht keine Periode haben. Und du sagst gerade, dass dann Medikamente hilfreich sind. Das ist natürlich auch dann, ich habe immer versucht, die zwei Perspektiven in mir dann auch zu haben. Auf der einen Seite die gesunde Perspektive, die sagt, okay, das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig esse, mich weiter meiner Recovery widme, dass sich nach und nach meinem Hormonhaushalt wieder reguliert und dann kommt das hoffentlich Gott sei Dank früher oder später wieder, weil ich dafür auch ganz natürliche Dinge tue. Die andere Seite in mir und gerade vielleicht manche, die auch zuhören, denken, oh, dann nehme ich einfach jetzt Medikamente und dann habe ich die Periode wieder. Also so schlimm ist es ja gar nicht. Ich muss nicht unbedingt mehr essen oder wenn Medikamente da helfen, wie ist, da kannst du dann noch mal das vielleicht klarer stellen. Also in aller Regel ist das so, dass Frauen selber ihre Periode wiederbekommen. Also Prozenten sagen, das ist immer nur so ein Gefühl, aber das sind über 80% mit Sicherheit. Aber manchmal ist es natürlich auch so, die Frauen sind Mitte 30 und haben jetzt einen Kinderwunsch und haben im Zuge des Kinderwunsches jetzt eben auch schon zugenommen und merken aber, dass es jetzt, also dass sie jetzt so ein bisschen die biologische Uhr auch tickt, ja, und dass man den Frauen dann auch mal helfen kann mit Medikamenten. Diese Medikamente, von denen ich spreche, also es gibt Medikamente, wo man wirklich sagt, man geht ins Kinderwunschzentrum und da geht es explizit um den Kinderwunsch. Das ist die eine Sache. Aber es gibt auch Medikamente, die man geben kann, die den eigenen Hormonhaushalt unterstützen für kurze Zeit und den eigenen Hormonhaushalt anstupsen können. Da spreche ich nicht von der Pille. Viele Ärztinnen verschreiben dann die Pille oder eben irgendein Progesteron-Präparat und in der Hoffnung, dass das den Eisprung ankurbeln könnte. Dem ist nicht so. Das ist wirklich das passiert vielleicht in 1% der Fälle, dass das wirklich hilft. Aber es gibt andere Medikamente, wo man den Eisprung fördern kann. Das geht auch nur, wenn die Frau schon ganz normale Hormonlevel hat, aber diese Schwankung, diese natürliche Schwankung, dass es zu diesem Peak von einem Hormon kommt und das den Eisprung auslöst, das ist eben dann noch nicht gegeben. Also eine Frau, die nicht kurz vor ihrer Periode steht oder kurz vor diesen natürlichen Schwankungen, da hilft das auch überhaupt nicht. Also wir sprechen jetzt nur davon, von Frauen haben vielleicht seit 2 Jahren oder einem Jahr ein Normalgewicht und sagen, jetzt muss doch mal was passieren, können wir da nicht ein bisschen unterstützen? Das kann mal helfen. Ich habe das jetzt nur auch angesprochen, weil ich finde, es ist auch ein Problem, dass eben viele meiner, ich sage jetzt mal, Konkurrentinnen auf Social Media, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, das sind meistens Frauen, die keine Ausbildung im medizinischen Bereich haben. Oder was heißt keine Ausbildung im medizinischen Bereich? Man kann auch eine Ausbildung im medizinischen Bereich haben und trotzdem keine Ahnung davon haben. Also die sich nicht so sehr mit der Materie beschäftigt haben, die selber auch einen Periodenverlust hatten, bei denen das geklappt hat mit dem Zunehmen und deswegen allen Frauen erzählen, du musst nur genug essen, du musst nur genug zunehmen, du musst nur lang genug warten und dann funktioniert es auch. Und das ist auch meine Ansicht in fast allen Fällen, aber eben nicht in allen Fällen. Und es gibt eben Frauen, die sagen, okay, ich bin jetzt bei einem BMI von 22, ich habe wirklich. Ich kann gerade nicht mehr. Ich habe so einen dollen Kinderwunsch und ich möchte jetzt, dass es irgendwie, das vielleicht meine Unterstützung. Und dafür bin ich da, weil ich mich eben auch damit auskenne und weiß, das kann einem helfen. Und ich möchte dann so ein bisschen den Frauen auch den Druck nehmen, dass man vielleicht nicht, also dass man auch auf einem guten Weg sein kann, auch wenn die Periode noch nicht da ist. Schön gesagt, ja, weil ich, wie du auch richtig sagst, ich habe zum Beispiel eben die eine, die mir auch geschrieben hatte, die meinte auch, sie macht schon einiges, sie isst regelmäßig und ne, sie hat sich schon eben vieles umgeworfen. Gut, ich kenne nicht ihren tatsächlichen Ist-Zustand und trotzdem, so wie sie es mir sagt, hörte sich danach an, dass sie trotzdem eben vergebens eben darauf wartet. Und da war so auch mein Gedanke, ist es auch ein bisschen davon abhängig, je länger man die Periode nicht hatte, umso länger kann es dauern, bis sie wiederkommt, oder ist das eigentlich nicht zwingend ein Maß? Nee, das ist kein Maßstab. Tatsächlich geht es um die Werte, wo deine Hormone sind. Natürlich kann man vielleicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt lange keine Periode hatte, dass man auch so ein Gewicht hat, wo die Hormone so dolle unterdrückt sind. Aber im Grunde geht es um man müsste den Hormonstatus machen und anhand dessen kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein weiterer Weg, wobei man natürlich nicht sagen kann, wie lange es dauert dann. Es kommt auch immer darauf an, wie sehr die Frau all in geht, sage ich jetzt mal. Oder eben nicht. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Kann ja auch sein, dass die Frau vielleicht aufgrund von einer Sportverletzung eh schon weniger Sport macht und ab dem Zeitpunkt dann sich
dazu entschließt, jetzt hatte ich schon 10 Jahre keine Periode, jetzt will ich aber doch mal meine Periode haben, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie das beschließt, schon auf einem relativ guten Niveau ist, hormonell gesehen. Also kann man eigentlich nicht sagen. Also du hast ja eben auch gesagt, auf der einen Seite Essen, Stress, sportliche Belastung, all diese Dinge sind Faktoren, die das eben auch, ja, erschweren vielleicht auch, ne, dass das eben zurückkommt, den Körper ins Gleichgewicht zu bekommen. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, du hast ja schon viele Patientinnen hier in dem Bereich betreut, was rätst du ihnen, damit man quasi den Weg bestmöglich einschlägt, damit es früher oder später auch alles wieder in sich im Lot ist und normalisiert? Also, ja, also Patientinnen sind es für mich tatsächlich nicht, sind Klientinnen, weil ich in dem Fach, also vielleicht bin ich ärztlich tätig, aber das ist jetzt nur, also genau, ich bin jetzt nur beratend tätig, wenngleich ich natürlich auch Blutwerte analysieren kann. Jetzt nochmal deine Frage. Du fragst mich, was ich den Patienten oder den Klientinnen rate, wenn sie schon relativ viel gemacht haben. Oder grundsätzlich, also wenn man mit dem, okay, mein Unwissen, okay, ist, auf den richtigen, ja, Weg möchte. Also natürlich muss man sich hinterfragen, habe ich eine Essstörung, habe ich keine Essstörung oder habe ich ein gestörtes Essverhalten? Ich meine, also tatsächlich viele Frauen, die mich erreicht haben, hatten in der Corona-Zeit angefangen mit Sport und im Zuge dessen irgendwie sind sie abgerutscht, in Anführungsstrichen. Was ich halt auch sehr problematisch sehe, sind diese ganzen Fitness-Accounts, die sich scheinbar total wohlfühlen mit ihrem Lifestyle, aber mit Sicherheit viele ihre Periode nicht haben. Und dann aber auch so Mindset-Arbeit machen und so sich fühlen nach, ich bin total in mir und ich frage mich immer, wie kann man total in sich sein, wenn man seine Periode nicht hat. Irgendwann erreichen mich dann eben solche Anfragen. Also natürlich sind es ja dann erst Leute, die auch einen gewissen Leidensdruck haben, aber man muss sich halt überlegen, die meisten haben irgendwie ein gestörtes Essverhalten, ob man jetzt eine manifeste Essstörung hat oder nicht, ist mir natürlich egal, ich stelle die Diagnose nicht. Weil ich, dafür bin ich ja nicht da. Ich wurde ja nicht angefragt, eine Diagnose zu stellen. Aber natürlich ist das Essen ein ganz großes Thema. Dann sind es viele Frauen, die sich bewusst vegan, zuckerfrei, kein frittiertes, keine Backwaren ernähren. Also so ein vermeintlich gesundes Essverhalten, ohne jetzt vielleicht eine Essstörung. Das ist natürlich für mich ein gestörtes Essverhalten. Aber das als Beispiel. Oder Frauen, die vielleicht Leistungssport machen. Ja, die oder Leistungssport gemacht haben und es immer noch sehr auf sehr hohem Niveau Sport machen. Oder Frauen, die halt auch sagen, ich habe schon relativ viel zugenommen, ich bin jetzt auf dem BMI von 19 und jetzt sollte doch die Periode wiederkommen. Ich glaube, bei mir ist was falsch. Genau so. Das ist so mein Spektrum. Und wie gehst du dann, was gibst du ihnen auf dem Weg? Wie geht man dann vor damit oder was kann man alles richtig tun? Das stimmt, das war ja deine eigentliche Frage. Also, du hast genau. Schon abgeholt. Es ist schwierig zu sagen, weil also die Frauen, ich lerne die Frauen ja kennen, die füllen einen ganz ausführlichen Fragebogen aus und dann treffen wir uns oftmals nur, also ich meine, die Frauen müssen das selber bezahlen bei mir. Wir treffen uns vielleicht nur einmal oder fünfmal, je nachdem, was sie halt für ein Paket gebucht haben. Und im Grunde geht es schon auch viel darum, erstens den Frauen, die meisten kommen mit Hormonwerten, dass ich den Frauen erkläre, wie sind deine Hormonwerte zu verstehen? Was muss ich, ne, weil damit sie sich jetzt nicht jedes Mal an mich wenden müssen und jedes Mal bezahlen müssen, dass ich ihre Hormonwerte anschaue, versuche ich den Frauen beizubringen, auf was müssen sie achten, auf ihren Hormonwerten. Dass sie sich anders ernähren müssen, dass sie weniger Sport machen müssen, darüber, das schneiden wir schon auch ein bisschen, aber das wissen sie in der Regel. Wenngleich mir natürlich auch wichtig ist, dass sie für sich was mitnehmen und dass sie für sich das Gefühl bekommen, es hat mir was gebracht und ich habe das Geld sinnvoll investiert. Also da gucke ich halt auch immer, was ist das Ziel derjenigen, was will sie überhaupt erreichen. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass man seine Hormonwerte so einigermaßen selber verstehen kann, weil das tun tatsächlich die meisten GynäkologInnen, die niedergelassen sind, kennen diese hypothalamische Amenorrhoe vielleicht gar nicht oder können nicht so viel damit anfangen. Und mir ist wichtig, dass die Frauen eben sehen, wie kann ich denn meinen Fortschritt messen? Wie kann ich denn wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Was bedeutet das an den Hormonen? Und auch zum Beispiel anhand von... so ein paar zentrale Hormone nennen, auf die man achten sollte oder wie man das beobachten kann? Genau, also da geht es natürlich ums Östrogen, das ist natürlich das hauptweibliche Hormon, das man angucken kann. Und um jetzt nochmal zwei weitere zu nennen, sind das LH und das FSH. Das sind diese sogenannten Gonadotropine, die misst man, weil die eben supprimiert sind, also unterdrückt sind bei der hypothalamischen Amenorrhoe. Und
die stehen dann auch in einem bestimmten Verhältnis. Oftmals wird den Frauen, also wird den Frauen, den Betroffenen auch gesagt, sie hätten vielleicht ein PCO-Syndrom. Das kann man anhand dieser Hormonwerte eigentlich ganz gut ablesen, ob die Frauen eben eine hypothalamische Amenorrhö haben oder ein PCO-Syndrom. Also diese drei Hormone. Natürlich sind auch noch andere wichtig, wie dass man einmal mal nach den männlichen Hormonen schaut, um zu gucken, geht es eben eher in Richtung PCO, und die Schilddrüse auch mal angucken. Aber diese drei Hormone, die reichen mir eigentlich schon, um so eine Tendenz zu sehen. Okay, ja, spannend. Hatte ich dich gerade so mitten unterbrochen, weil ich dachte, das wäre gerade in diesem Moment spannend, ne, dass man da genau weiß, okay, da schaut man selber drauf. Ich habe zum Beispiel aus meiner Erfahrung, wie es bei mir war, ich habe dann auch eben, das ist auch der erste Schritt überhaupt, zum Beispiel eine Frauenärztin aufzusuchen, diese Angst, die auch bei vielen da einhergeht, zu überwinden, um einfach sich mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und da war auch eben gerade auch der Hormonspiegel wurde eben auch gemessen, und da war eben auch abzusehen, dass die Tendenz in die richtige Richtung geht, dass zum Beispiel ursprünglich oder beim ersten Mal war die Hormone oder auch der Östrogenspiegel gar nicht irgendwie messbar, gar kein Östrogen messbar, und beim nächsten Mal war überhaupt schon Östrogen dann, sage ich mal, zu sehen. Und das ist ja dann schon mal, wie ich das auch richtig verstanden habe, auch eine richtige Tendenz, wenn man das eben auch sieht, dass das ja ansteigt und einfach sich den Bereichen nähert, ja, was gesund ist, ne? Genau, und dann, also und im Zuge dessen wird natürlich auch von den Frauenärztinnen oft angesprochen, wann macht denn die Hormonersatztherapie Sinn? Was ist überhaupt eine Hormonersatztherapie? Weil die Pille zum Beispiel ist keine Hormonersatztherapie, die bringt dir gar nichts für deine Knochen. Also das kommt auf die Pille drauf an, aber die meisten Pillen nicht. Also was ist überhaupt eine Hormonersatztherapie? Macht die bei mir Sinn? Es gibt da auch, also es gibt nicht klare Leitlinien in Deutschland, was die Hormonersatztherapie angeht, zumindest bei jungen Frauen. Es gibt, da muss man halt auch immer individuell gucken, was glaubt die Frau, was kann sie erreichen, in welcher Zeit, und wenn nicht, macht es vielleicht Sinn, das zu überbrücken. Und wenn ja, mit was überbrücke ich das überhaupt, dass sie auch ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin da gegenüberstehen können, einigermaßen selbstbewusst. Und dann auch den Körper mal kennenlernen, vielleicht die Körpertemperatur zu messen. Das empfehle ich aber auch nur Frauen, die wirklich schon relativ weit sind, weil sonst ist das Ganze ein bisschen frustran. Auch den Zervixschleim, also den Schleim, der aus der Scheide kommt, zu achten, den zu beobachten, die eigene Libido zu beobachten, das Schwitzverhalten und genau. Spannend. Wie ist zum Beispiel, wenn du sagst Schwitzverhalten, was kann man daran sehen? Das finde ich mal Ja, spannend. also ich meine so, also viele Frauen mit der HA, die leiden unter Nachtschweiß. Das ist so ein typisches Zeichen für Frauen mit Periodenverlust oder Essstörungen, haben aber auch Frauen, die Antidepressiva nehmen oder Betroffene, die Antidepressiva nehmen. Oder überhaupt, man überhaupt schwitzt beim Sport, ja. Also früher, wenn ich mich daran zurückerinnere, wenn ich mal in der Sauna war, als ich ganz jung war, ich habe nicht mal in der Sauna wirklich geschwitzt. Ja. Und einfach, dass man merkt, dass man irgendwie mehr Körpergerüche produziert, dass man mehr riecht, dass man, also ich konnte früher 2 Wochen lang das gleiche T-Shirt anziehen, das hätte keiner gemerkt. Das ist so zum Beispiel ganz typisch. Und wenn man halt also einfach so auf Kleinigkeiten achten, dass man merkt, es tut sich gerade wieder was. Ja, nee, stimmt, wenn du das auch so sagst, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich habe das auch festgestellt, dass man tatsächlich, man spürt, dass da was passiert, ja, hormonell, dass eben auch andere Gerüche da sind, ja, vollkommen, und auch, dass man manchmal mehr und weniger schwitzt, und tatsächlich, diesen Nachtschweiß hatte ich auch ganz extrem damals gehabt, muss ich sagen. Jetzt habe ich das gar nicht mehr. Klar, wenn es mal zu warm ist im Sommer, weil ich einfach jetzt auch mehr am Körper dran, ist mir auch einfach schneller wärmer, so. Aber auch im Training, ich bin selten wirklich warm geworden oder auch rot. Jetzt läuft das, jetzt ist der Körper durchblutet, eben diese Leistung bringen. Und auch, was du sagtest mit der Sauna, andere waren dann irgendwie schon, konnten da gar nicht mehr drin aushalten, und man selbst hat das gar nicht so, ja, was nicht schön ist, ja, worauf man nicht stolz sein soll in dem Moment, ja, weil da einfach der Körper sich eben nicht regulieren kann, was einfach ein ungesundes Zeichen ist, ne? Deswegen super spannend, dass du es auch nochmal hier sagst. Vielleicht kann der ein oder andere sich in den Symptomen auch wiederfinden. Vielleicht nochmal darauf zu kommen, wenn du jetzt, was für Klientinnen kommen denn auf dich zu? Mit welchen Problemen kommen sie zu dir? Also die meisten, also eigentlich ganz unterschiedlich. Es gibt durchaus Frauen, die wirklich sagen, ich habe jetzt einen Kinderwunsch, ich möchte das irgendwie schaffen zuzunehmen. Aber auch viele Frauen, die schon in der Kinderwunschbehandlung sind und sich nicht gut aufgehoben fühlen, die wissen vielleicht, dass ich mich auch ein bisschen auskenne.
Was da vielleicht Sinn macht, oder Frauen, die vielleicht Angst haben, dass oder merken, dass sie doch noch essgestörte Gedanken haben, die Angst davor haben, wie es ist in der Schwangerschaft, ob sie ihrem Kind damit was Schlechtes tun. Aber auch Frauen, die viel, viel, viel stationäre Aufenthalte hinter sich haben, die unglaublich viel lange essgestört waren und schlimme Leidenswege hinter sich haben und einfach mal was anderes suchen als die klassische Therapie. Frauen, die wirklich ganz vor kurzer Zeit erst angefangen haben, also sagen wir mal eben in der Corona-Zeit, und jetzt ist natürlich die Corona-Zeit schon ein bisschen länger her, aber die mich kurz nach der Corona-Zeit schon kontaktiert haben. Also wirklich Frauen mit manifesten Essstörungen und langjährigen manifesten Essstörungen, und Frauen, die wirklich das jetzt vielleicht kurz haben und so eine kurze Phase und merken, was mache ich denn da eigentlich für einen Schrott? Oder die sich vorbereitet haben für die Hochzeit und dann irgendwie ein bisschen abgerutscht sind und keine Periode haben und doch aber eigentlich schwanger werden wollten. Also ein ganz buntes Bild zwischen 17 und 40 Jahren. Spannend. Also was hast du bei dir selber in deinem Ansatz ja etabliert? Wie erreichst du die Menschen? Und was spürst du auch? Was kommt am ehesten an? Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das ein oder andere Mal merke ich, ich glaube, da bin ich nicht angekommen. Wobei ich das nicht in aller Regel nicht so empfinde, weil ich auch weiß von mir selber, manchmal sind halt auch kleine Schritte, also ich werde keine Frau an einem Gespräch heilen. Ich kann nur da sein und eine Stütze sein, und die Frauen wissen, sie können immer wieder mal ein Gespräch machen. Und ich selber weiß auch, ich bin irgendwie oft 10 Schritte vor, 12 zurück, 8 vor, 4 zurück. Also ich selber weiß, dass eine Essstörung kein, das ist ein schmaler Grat und nichts Schwarz-Weißes. Kann ich selber sagen, ich bin nicht mehr essgestört, kann ich dir nicht sagen, weil für mich, also ich bin an einem ganz anderen Punkt als damals, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Essen und gesunde Ernährung und Sport immer eine Rolle spielt. Und natürlich auch für mich immer wieder die Rolle spielt. Ich will jetzt ja auch nicht jeden Tag frittiertes und süßes essen, wenn es es aber irgendwo immer ständig gibt, muss ich irgendwann auch mal die Entscheidung treffen. Will ich das wirklich, und ich weiß, es schmeckt mir, aber es tut mir halt nicht gut. Oder sage ich jetzt, also weißt du, was ich meine? Ich Ich fühle mich weiß. nicht essgestört, aber man ist da trotzdem immer mit dem Hintergrundgedanken, dass man das mal war, ist man immer wieder damit konfrontiert, wo stehe ich jetzt eigentlich, und möchte ich das jetzt eigentlich für mich? Gehe ich den Weg und ernähre mich so, dass ich weiß, ich fühle mich gut damit, oder ernähre ich mich so, dass ich weiß, da fühle ich mich kurzfristig gut damit und es macht auch mal Spaß? Ich habe da eine gute Balance gefunden, aber trotzdem weiß man ja auch innerhalb dessen manchmal nicht, ist das jetzt was für eine Entscheidung war das jetzt gerade? Und das muss man natürlich immer wieder hinterfragen. Deswegen finde ich es immer so schwierig, auch zu sagen, 16 Jahre Essstörung hatte ich, also ich bin jetzt genesen aus 16 Jahren Essstörung. Ich fühle mich super safe und sicher und wohl, aber das ist ein schwieriger Grat, und das möchte ich meinen Patientinnen oder meinen Klientinnen auch mitgeben. Es kann auch für die ein schwieriger Grat sein, aber es ist halt wichtig, dass man sich auf der richtigen Seite fühlt oder oder weit genug weg von der Essstörung fühlt oder auch ist, dass man sicher ist. Und dass es nicht immer das Schwarz-Weiße gibt, bin ich gesund oder bin ich noch krank. Für mich ist zum Beispiel total wichtig, dass ich einen Zyklus habe. Das ist für mich das Allerwichtigste, und dafür würde ich alles tun, dass ich meinen Zyklus aufrechterhalte, egal was komme. Dafür würde ich einen anderen Job wählen, dafür würde ich 15 Kilo zunehmen. Das ist für mich zum Beispiel mein Messer an Gesundheit. Aber weißt du, es könnte ja auch sein, dass ich 5 Kilo weniger hätte und ich hätte trotzdem noch meine Periode, wäre ich dann immer noch gesund. So, ne? Das finde ich, muss jede für sich immer wieder neu entscheiden und sich neu erfinden. Und deswegen finde ich, ist das für jede Frau individuell. Und ich sehe mich nur als Wegbegleiterin, weil ich weiß, ich kann die Frau nicht gesund machen. Und gleichzeitig weiß ich, es ist aber auch total wertvoll für Frauen, sich mit jemandem zu unterhalten, die wirklich eine Ahnung davon hat, von beiden Seiten. Also einmal medizinisch. Und einmal eben auch dass man das nachfühlen kann von, ich will eigentlich zunehmen, aber ich schaffe es nicht zu essen. Und eigentlich weiß ich auch nicht, ob ich zunehmen will, aber eigentlich will ich gesund werden. Dieses Dilemma versteht ja niemand. Ja, nee, ich finde das, deshalb finde ich es großartig, was du machst und dass du eben da mit deiner eigenen persönlichen Geschichte und deinem, sag ich mal, Fachwissen und eben auch durch den täglichen Austausch mit Klientinnen da unfassbar viel, ja, auch Wissen und auch praktisches Wissen einst, was Menschen helfen kann und vor allem auch, was hilft, Ängste loszulassen. Weil ich finde, die Angst ist so das, was begleitend ist, was auch zu gegebener Zeit einfach verunsichern kann. Und ich habe damals
diese große Angst verspürt, gerade auch vor dem, sag ich mal, letzten finalen, endgültigen, verbindlichen Entscheidung, etwas zu verändern, obwohl diese davor immer mal wieder war. Ja, man macht ja, wie du sagst, man macht Schritte und geht zurück, man macht Schritte, man macht, geht zurück. Und irgendwann ist man nach zum Beispiel mehreren auch Terminen, sei es bei einer Psychotherapeutin, in der Klinik, das tut ja alles oder zahlt alles aufs gesunde Konto ein. Und irgendwann macht es dann nicht Klick, würde ich sagen, aber man schafft dann doch diesen tiefen Schalter nach und nach umzulegen, auch wenn der ziemlich schwer ist. Ja, ihn umzuklicken, geht man den gesunden Weg. Und das, auch das ist wie Zwiebelschälen, wie ich immer gesagt habe, das ist ein Prozess. Und deshalb, genau wie du auch sagst, du bist dann vielleicht ein Termin, bietest du den Klienten in dem Moment dann an, oder eben auch fünf, aber in dem Moment ist ein Termin letztendlich ein Schritt von vielen. Und man kann nicht alles von sich sofort erwarten, aber das macht Sinn, manchmal auch erst rückblickend, wie alles aufeinander aufgebaut ist. Aber ich sage auch immer, es braucht dann wirklich so diese klare, bewusste auch Entscheidung, wo man irgendwann reifer fühlt, das auch zu können. Und dann finde ich, ist diese Entscheidung halt so wichtig, dass man halt nicht schwebt in so einer Situation, sondern dass man sich selbst auch nicht erlaubt, einen Schritt zurück zu machen, weil dieser Schritt zurück kann dann auch leider auch das Ende bedeuten. So. Und eine verbindliche Entscheidung hilft manchmal, weil wir auch einfach spüren und wissen, was wir tun müssen. Wie du auch selber sagst, wir wissen ja auch oftmals, was es braucht, um seine Periode wiederzubekommen. Ja? Wir wissen ja, was es bedarf. Aber da mutig, und da sind wir wieder bei der Angst, ranzugehen, ist manchmal so der Schlüssel, weil wenn man dann diese Angst überwindet, die keine gesunde Angst ist, sondern eine ungesunde Angst, ich sage immer, eine gesunde Angst ist beispielsweise, seine Menstruation nicht zu haben. Das ist eine gesunde Angst, ja. Aber eine ungesunde Angst wäre Angst vor dem Zunehmen und all das. Und deshalb habe ich mir auch immer diese Sätze versucht, ins Gegenteil umzudrehen, mir zu sagen, ich habe keine Angst, ich will zunehmen, und all diese, ja, diese beängstigenden Sätze oder Vorahnungen einfach, die halt keine Vorahnungen sind, sondern die abzureden und sich dann, indem man es tut, vom Gegenteil überzeugen lassen, weil meistens ist es dann halb so wild und es passiert nichts. Ganz im Gegenteil, man findet in die Freiheit und Gesundheit zurück. Und deswegen, ja, finde ich es super wichtig, dass wir jedem auch Termin oder jeder Austausch eine Chance geben, so wie auch jeder Podcast und auch den du jetzt planst zu machen. Ich glaube, das macht etwas und das bringt etwas und kann zum Umdenken verhelfen, aber dann muss auch das Umsetzen passieren. Genau, und deshalb glaube ich, sind jede Anlaufstellen, die wir hier zusätzlich anbieten, super wertvoll, weil wir auch wissen, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es teilweise ziemlich schwer ist, auch einen Therapieplatz zu bekommen, leider. Ne? Ja, klar. Ja, ich sehe es auch ähnlich wie du. Manchmal weiß ich halt, dass man nicht, manchmal weiß man nicht, habe ich jetzt die Entscheidung überhaupt getroffen, eine verbindliche Entscheidung, oder manchmal ist man nicht in der Lage dazu, die verbindliche Entscheidung zu treffen, weil man es nicht weiß, weil heute ist es so, morgen ist es so, und oftmals, was ich bei meinen Klientinnen und auch bei mir selber unglaublich beobachte, ist, dass man abends sagt, oh, morgen machst du es anders, ab morgen machst du es anders. Und das war zum Beispiel für mich einer der Schlussfaktoren, dass ich dann gesagt habe, ich mache es nicht ab morgen anders, sondern auch wenn es 10 Uhr nachts war, abends war und ich war schon im Bett, ich habe schon Zähne geputzt, ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, okay, und jetzt esse ich einfach noch was. Weil dieses ab morgen machst du es anders, du machst es morgen nicht anders. Weil das hast du dir schon die ganzen Wochen davor gesagt, dass du es ab morgen anders machst. Also das zum Beispiel, finde ich, ist ein total wichtiger Schritt. Aber gleichzeitig wusste ich auch oft nicht, bin ich jetzt verbindlich oder nicht? Habe ich eine Verbindlichkeit eingegangen oder nicht? Weil jetzt habe ich ja schon wieder irgendwas gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber eigentlich auch machen wollte. Also das ist ja voll okay, finde ich, in diesem Zwiespalt zu sein. Und dann gibt es eben auch Frauen, die, weißt du, es gibt so viele Frauen, die Essstörungen haben, die nicht einfach nur in Anführungsstrichen Essstörungen sind. Es gibt Frauen, die haben eine posttraumatische Belastungsstörung, die wurden missbraucht. Frauen, die wirklich ein Problem haben mit dem Frausein, die gar nicht die Periode haben wollen, weil das ist für sie eben das größte Problem überhaupt. Ja. Und diese Frauen sehe ich eben auch. Es gibt eben nicht die Frauen, immer nur die Frauen, die eine Essstörung haben, weil sie einst dünn sein wollten und es dann übertrieben haben, sondern es gibt einfach auch andere Formen der Essstörung oder gerade Frauen, die eben Komorbiditäten haben, wie eine PTBS oder eine Neurodivergenz, Autismus-Spektrumsstörungen, ADHS, eine Suchterkrankung, wo die Essstörung wirklich vielleicht viel, viel harmloser ist und ihnen aber geholfen hat,
das andere in den Hintergrund zu drängen. Also diese Frauen sehe ich auch. Und das ist nicht selten, dass eben nicht nur also dass die Essstörung vermeintlich im Vordergrund steht, aber eigentlich was ganz anderes, das Problem der Frau ist oder der Betroffenen. Da geredet jetzt mal von Frauen, es gibt ja auch männliche Essgestörte, die suchen mich nicht heim, weil das gar nicht, also ja, bisher hatte ich noch niemanden, aber ich würde natürlich auch männliche Essgestörte in mein Coaching aufnehmen. Ich bin voll bei dir und ich finde das so wichtig, dass du das sagst, weil die Essstörung, sag ich auch immer, ist so ein Konstrukt, in dem wir Dinge kompensieren, in dem wir Mängel, Engpässe selber einfach auch ja, vermeintlich damit füllen wollen. Aber mit beispielsweise mehr Essen ist es nicht immer getan, ja, sondern diese Psychotherapie als solches oder eine Therapie generell begleitend halt dazu, weil wir an die Ursache gehen müssen und die steckt manchmal zurück und da steckt oftmals selbst viel mehr dahinter und deshalb auch während der Recovery und auch langfristig gesehen kann es einfach super helfen, da wirklich jemand an der Seite zu haben, der mit da drauf schaut und der andere gesündere Wege aufzeigt, wie man diesen vermeintlichen Mangel auflösen kann, ohne dass man das irgendwie auf eine ungesunde Art und Weise, wie gesagt, kompensiert. Und das ist auch eine psychische Erkrankung, ja, beziehungsweise die Folge auch von irgendwelchen unschönen, schrecklichen Erfahrungen, die sicherlich, wie du auch sagst, dazu kommen oder einfach nur Glaubenssätze, die einfach falsch verankert wurden. Und deshalb muss man auf die Ursachen schauen, auf die Hintergründe. Und das ist zum Beispiel, war bei mir diese lange Vorgeschichte, bis es, sage ich mal, zu meiner Wende kam, wie ich das immer beschreibe, weil ich habe halt genau das über viele Zeit analysiert. Ja, was war so? Und dann konnte ich es benennen und dann wusste ich, an welchem Kern ich eigentlich arbeiten muss. Bei mir war das eben, ich darf mir keine Fehler erlauben, es muss perfekt sein und ich zeige, dass ich auch mal konsequent bin. So, das sind so meine Dinge, die mich da wo ich im Rahmen dieser Essstörung etwas hatte, woran ich etwas sehr Messbares hatte, wo ich mich konzentrieren konnte. Das war auch etwas, wo ich mich vermeintlich sicher gefühlt habe, aber dann zu verstehen, dass man alles andere als sicher ist und dass das Leben da dran hängt und sich auch die Ausmaße erstmal, und deshalb sage ich auch immer, wenn du gesund bist, beziehungsweise ein gesundes Essverhalten pflegst, wahre dir das wie einen Schatz, weil wenn du es schaffst, und das haben leider viele in der Essstörung, und das habe auch ich damals geschafft, das Natürlichste der Welt auszureden, kannst du dir vorstellen, wie schwer es sein muss, sich diese Wahrheit wieder einzureden und wieder zuzulassen, diese Freiheit, diesen Fried, dieses Friedvolle, diese Leichtigkeit, die das Leben haben darf und haben sollte. Und das hat man sich halt alles in der Essstörung genommen und deshalb sage ich dir mal, war es dir wie ein Schatz, eben nicht da reinzuraten und verstehe, dass wenn du da reingeraten bist, dass das einfach seine Zeit braucht. Und es ist halt super, super schwer, diese ganze Umkonditionierung. Und deshalb, wie du richtig sagst, da gehört so, so viel mehr dazu. Und eben ein Blick auf die Hintergründe, aber auch aufs Verhalten und wie wir das angehen, wie wir einen Menschen begleiten. Und ich glaube, wie gesagt, du mit deinem Spektrum kannst es aus unterschiedlichen Perspektiven tun und deshalb einfach wertvoll, was du machst, auf jeden Fall. Ja, und gleichzeitig finde ich, also natürlich hat man eine gewisse Leichtigkeit, wenn man diese Essstörung nicht hat. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, ach, wie schön einfach das war. Da hatte ich diese anderen Probleme nicht, die haben mich nicht so tangiert, wie sie mich jetzt wieder tangieren. Also ich weiß schon, warum das eine Rolle gespielt hat oder warum ich die entwickelt habe. Ja, also viele Dinge, mit denen ich konfrontiert bin, war ich in der Essstörung nicht konfrontiert oder konnte mich irgendwie. Habe dann immer gedacht, naja, ich habe ja die Essstörung, es liegt halt daran, oder es hat mich nicht berührt oder so. Das Aber ist das zum natürlich schon Beispiel, noch ein anderer. ja, das zum Beispiel, das habe ich gar nicht so, diesen Gedanken überhaupt nicht, weil ich weiß, was die Essstörung 100% mir genommen hat und was ich immer noch nicht in Gänze zurückgewonnen habe. Ich sehe die Essstörung als solches natürlich immer als Folge manchmal von eben, wie wir schon festgestellt haben, von irgendwelchen Erfahrungen. Und trotzdem weiß ich, das, was sie mir gebracht hat, das, was sie mir genommen hat und das, was sie verursacht hat, nicht mal ein Prozent Teil dessen wünsche ich mir zurück. Und diese Spuren, die ich damit auch aufrechterhalten habe, diese vermeintliche Kontrolle, diese Probleme, die ich da nicht hatte, ich hatte aber krass andere Probleme. Ich will mich lieber mit den vermeintlichen Alltagsproblemen dann auseinandersetzen
und weiß und nehme diese glücklich und dankbar an, weil das ist Leben, ja, und ich bin energetisch und gesund, um diese nichtigen Probleme meistern zu können. Und ich kann nur draußen sagen, dass es keinen einzigen Grund gibt, was die Essstörung mir Gutes gebracht hat. Wenn sie vielleicht mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat, weil ich damit etwas kompensiert habe, weil ich vielleicht Aufmerksamkeit bekommen habe, weil man das Gefühl hatte, oh, jemand ist krank, ich muss mich um sie kümmern, weil man vielleicht in der Kindheit nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat und auf einmal in der Essstörung. Das ist traurig, ja, und etwas, was einem vielleicht in dem Moment was Gutes tut für das eigene Herz. Aber da rauszugehen mit dem Bewusstsein, dass diese Liebe mir dann am Ende des Tages auch nicht hilft, wenn ich mich damit kaputt mache, muss man sich auch klar machen. Und ich wünsche jedem, dass er die Stärke aufbringt, da rauszukommen und diese Liebe in sich selbst zu finden, beziehungsweise diese Kraft zu haben, zu verstehen, ich wusste es damals nicht besser und ich kann es nachvollziehen, aber jetzt kann ich mich selbst in den Arm nehmen, mein inneres Kind schützen und das ist mein schönes Projekt. Mein, den ich nur einmal habe, das Leben, was ich nur einmal habe, in Gänze auszukosten und mit all meinen Potenzialen, das kann ich nur, damit dem Körper gut geht. Genauso wie du meintest, ist ein gesunder Zyklus das, was du in jedem Fall aufrechterhalten möchtest. Es ist ja das Maß deiner weiblichen Gesundheit. Mhm. Genau, ja. Genau. Ach, schön, ja. Aber vielleicht nochmal, was du sagtest mit dem Zyklus, vielleicht nochmal aus deiner Sicht, warum ist dir das so wichtig, einen gesunden Zyklus zu haben? Weil das eigentlich auch für mich der Grund war, warum ich aus der Essstörung gefunden habe oder mein Motivator, sage ich jetzt mal. Weil mir klar war, ich habe nicht erzählt, ich bin ja Mama. Und mir war klar, ich möchte Mama werden. Und mir war klar, ich war einfach Anfang 30 und habe gedacht, okay, wenn nicht jetzt, dann nie. Und ich glaube, jede Essgestörte, das stimmt natürlich nicht, aber die meisten, bin ich überzeugt davon, die denken sich, also gerade wenn man anfängt mit dieser Essstörung, das ist auch ein blödes Wort, aber gerade wenn die Essstörung anfängt, denkt man sich, jo, also mit 30, da werde ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, da bin ich nicht essgestört, da werde ich halt Mama und alles, also dann bin ich wieder normal oder dann spielt das nicht so eine Rolle, je nachdem, wie tief man vielleicht auch drinsteckt, aber man denkt sich so, das wird schon wieder weggehen oder es wird sich irgendwie ergeben oder sowas, aber es ergibt sich nicht und es geht nicht weg, wenn man nicht aktiv daran arbeitet, dass es weggeht. Und es gibt einfach einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Frauen, die diesen Scheiß ihr Leben lang mit sich rumtragen. Ich habe so viele Frauen erlebt und ich habe auch Mamas erlebt. Es gibt Frauen, die verlieren ihren Zyklus gar nicht und die möchte ich natürlich auch mit abholen und die seien hier bitte auch angesprochen. Es gibt Frauen, die haben mit einem BMI von 13, fragt mich nicht warum, ihren Zyklus. Es gibt einfach Frauen und das heißt nicht, dass sie gesund sind, das heißt nicht, dass der Körper gesund ist, sondern dass der Körper irgendwie verrückt ist und sie sehr fertil sind. Und ich habe auch Frauen, dreifach, vierfach Mütter, die zu mir kommen und die sagen, ich kann meinem Kind kein gesundes Essverhalten vorleben. Das bricht mir das Herz und ich kann es nicht. Und mir war wichtig, dass ich das kann, erstens und zweitens, dass ich auch ein Kind bekommen kann. Und ich habe gemerkt, dass mir fehlt was. Ich bin keine Frau, ich fühle mich nicht als Frau. Ich war so als Jugendliche, ich war gerne früher unter Leuten und viel feiern und so und ich habe auch gemerkt, ich strahle, glaube ich, auch gar nichts mehr aus, ich werde nicht mehr angesprochen von anderen Männern und es kommt nicht mehr zum, also das ist jetzt irgendwie eine Kleinigkeit, ne, aber es kommt nicht mehr so zum Flirten und zum überhaupt, wobei da war ich auch schon in der Beziehung, aber ich habe so gemerkt, es nicht, dass ich flirten wollte, sondern aber es ist so, man merkt ja auch auf Frauen, was man auf Frauen für eine Ausstrahlung hat. Ich habe irgendwie gemerkt, das ist anders. Ich bin nicht mehr ein interessanter Mensch. Oftmals wurde ich angesprochen und wurde gefragt, warum guckst du denn so böse? Und ich wollte nie böse gucken, aber ich war einfach, mir war nicht nach was anderem zumute. Ich war angestrengt, ich war ausgelaugt und ich habe einfach gemerkt, das möchte ich nicht mehr. Und dieses Periode war für mich dann halt was, wo ich wusste, daran kann ich es messen. Wie gut geht es meinem Körper? Ja, total, total schön, das auch anzunehmen, ne, dass dieser Zyklus eigentlich einfach das Zeichen des Körpers ist, gerade wenn man vielleicht auch noch das Körpergefühl und die Verbindung zu sich selbst noch nicht so in Gänze gefunden hat, kann das so ein Indikator sein, okay, es geht mir gut, ja, oder geht mir gut. Und gleichzeitig, was ich auch eben meine, dieses Körpergefühl, diese Verbindung zu sich selbst, so in seine Mitte finden, dass man daraus heraus ja eine andere auch Sicherheit, eine andere auch
ja, eine andere Präsenz auch entwickeln kann, wenn man eben mit sich, sich im Reinen fühlt, in seiner, wie gesagt, auch gesunden Mitte. Und da kann so ein Zyklus einfach auch, vielleicht auch Dinge in einem selber aufzeigen, ja, das Leben lebt in mir, ja, ich bin da und ich bin Frau. Und auch losgelöst vom Zyklus, ich bin Mann, je nachdem, wer jetzt hier gerade zuhört, ja. Dass man eben, und deshalb auch dieses, seine Gesundheit zu seinem schönen Projekt zu machen, diese Liebe aufzubringen. Vielleicht fängt es erstmal mit nur einer Akzeptanz an, aber daraus eine Liebe zu entwickeln und eben alles dafür zu tun, mit einer Freude und mit einer Positivität, dass es einem gut geht. Und dann auch mit einer Neugierde, ich finde, das ist immer ein ganz schöner Antrieb, was geht noch? Zum Beispiel auch auf Sport, was kann ich schaffen, wenn ich meinen Körper unterstütze? Wenn der Zyklus da ist und ich bin nicht, oder auch in dem Fall dann letzten Endes auch ein regelmäßiger Zyklus und damit auch die Periode. Und dass man sie dankend annimmt und dafür das Training letzten Endes ausfällt, weil es halt dann nicht geht, so, ja. Aber dass man dass sich darüber freut und auch wenn es manchmal so vielleicht auch eben unangenehme Dinge mit sich bringt, diese Unannehmlichkeiten in dem Moment zu etwas dankend und Schönem machen, weil es darum geht und das dich langfristig gesund und leistungsfähig hält, als die Trainingseinheit, die du, wow, cool, ohne Periode machen kannst, weil du dann nicht das Problem hast, wenn du ins Wasser gehen musst, dass das, ja, dass da erstmal vielleicht das gerade ein bisschen unglücklich ist oder im Wettkampf. Nee, dann ist es halt so, ich möchte oder wünsche mir, dass wir uns nach unserem Körper richten und nicht nach dem Trainingsplan. Ja, das ist das Stichwort Körpergefühl. Und ich sage auch immer, wenn wir das tun, dann wird der Körper früher oder später uns beispielsweise mit einem Leistungssprung und ja, etwas zurückgeben und uns belohnen für diese Fürsorge und Liebe. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, meine Liebe, ich glaube, wir haben hier ganz, ganz coole und spannende Sachen angesprochen und auch platziert. Und ich glaube, das ist eine Folge, die ich mir auch ein-, zweimal noch anhören werde. Und auch jetzt die mir nochmal ganz klar gemacht hat, auch was ich mir einst klar gemacht habe und was ich festhalten möchte. Und ja, ich möchte dir für deine Arbeit Danke sagen und auch, dass du so offen auch damit umgehst und auch daraus eben deine Profession gemacht hast und anderen damit hoffentlich auch weiterhin viel Gutes tun kannst. Und ja, ich werde dein Profil und die Kontaktmöglichkeiten letztendlich, wie man sich an dir wenden kann, in den Shownotes dieser Folge oder auch in diesem Video in der Beschreibung platzieren. Und wenn Bedarf da ist oder du da draußen das Gefühl hast, dass Lisa jemand ist, der dich im richtigen Moment gerade abholen kann, dann wende dich an ihr. Und wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne. Ich kann, vielleicht gibt es auch irgendwann einen Teil 2, den wir aufnehmen können, weil ich glaube, hier vieles gerade vielleicht auch bei dem einen oder anderen Herzen aufgeploppt ist, was er loswerden möchte und was wir nochmal angehen. Deswegen melde dich sehr gerne bei Lisa, melde dich auch sehr gerne bei mir. Ich glaube, wir beide möchten mir helfen, dass auch du deinen Weg findest und ja, oder einfach diesen Weg nur weitergehst, genau. Überzeugt und gemeinsam mit deinem Körper. Ja. Dann würde ich doch sagen, Lisa, machen wir hier einen Punkt. Ich sage dir Dankeschön und wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, auch euch da draußen und ja, vielleicht auf bald.